Willkommen zurück und zu meinen Top 3 Tipps gegen Ansprechangst. Eines der größten Probleme, das die Männer haben, wenn sie auf Frauen zugehen wollen, die Ansprechangst. In meiner Meinung geht sie nie ganz weg. Auch ich habe das immer noch ab und zu, bin nur mittlerweile gut darin, darüber hinauszukommen. Man wird immer ein bisschen aufgeregt sein, man wird immer ein bisschen Angst haben, einfach weil man nicht weiß, was genau passieren wird. Das ist ja auch der Grund oder der Ursprung von Angst, dass du nicht genau weißt, was passieren wird und deswegen dein System sagt, hey, da könnte eine Gefahr sein. Ja, Angst, Gefahr. Und egal, wie viele Frauen du angesprochen hast, du weißt halt nie genau, was bei der nächsten Frau passiert. Und das macht zum einen den Reiz aus bei diesem ganzen Thema, zum anderen aber auch den Grund, warum Ansprechangst immer wahrscheinlich ein bisschen da sein wird, auch wenn es mit der Zeit einfacher wird, auch wenn sie mit der Zeit weniger wird. Aber jetzt kommen wir zu den Top 3 Tipps gegen Ansprechangst. Und das erste, und das ist super effektiv, was du machen kannst, ist, dich mal in Bewegung zu setzen. Denn den größten Fehler, den Männer machen, ist, dass sie, und ich beobachte das immer wieder in Coachings, in dem Moment, wo sie in ihren Kopf kommen, wo die Angst kommt, fangen sie auch an, sich anders zu bewegen. Langsamer, der Körper wird mehr geschlossen. Ja? Sie stehen geschlossener auch von ihrer ganzen Körperhaltung her. Sie reden und gehen langsamer und das trägt dann nochmal körperlich dazu bei, dass die Angst größer wird, dass deine Passivität größer wird. Deswegen ist der erste und beste Tipp, dass du dich in Bewegung setzt. Ja, ich sage das immer wieder zu meinen Coaching, indem man so blöd das auch klingt, renn halt einmal ums Rathaus, renn halt einmal in der Innenstadt rauf und runter, renn halt einmal um die Innenstadt rum. Setz dich in Bewegung, sorg dafür, dass du deinen Geist ein bisschen erschöpfst. Ja, komm in Bewegung. Geh zu der Frau nicht hin, sondern lauf zu der Frau hin. Setz dich in Bewegung. Du wirst merken, sobald du dich in Bewegung setzt, ist es viel einfacher, die Frau dann noch anzusprechen. Und ja, ich weiß, es gehört eine kleine extra Überwindung dazu, sich in Bewegung zu setzen, vielleicht einmal durch die Stadt zu sprinten, um eine Frau anzusprechen. Aber das ist unglaublich hilfreich und lenkt dich halt ab von deiner Angst. Ja, wenn du körperlich gerade sowieso nichts machen musst, dich auf nichts konzentrieren musst, weil du rumschleichst, weil du langsam unterwegs bist, klar hast du dann hier oben Energie für die Angst. Aber wenn du läufst, wenn du im Lauf bist, wenn du sprintest, wenn du schnell bist, dann bist du beim Laufen, dann ist es anstrengend, dann ist hier oben kein Platz mehr, dann bist du mit was anderem beschäftigt, körperlich gesehen. Und dann ist die Angst nicht mehr so stark und hat nicht mehr so viel Kontrolle über dich. Ja, also beweg dich, schwing ein bisschen rum, spring ein bisschen rum. Wenn ich auf eine Frau zugehe und ich merke, da ist ein bisschen Widerstand, dann laufe ich ein bisschen schneller und manchmal mache ich dann auch so Sprünge in die Luft oder klappe so meine Füße zusammen, so irgendwie sowas. Ja, oder mache eine Drehung oder keine Ahnung, das sieht lächerlich aus, das weiß ich. Aber das hilft enorm dabei, so aus diesem ernsten Modus rauszukommen. Bewegung bringt dich in einen anderen Modus, raus aus dieser Ernsthaftigkeit, raus aus der Angst hin zu Handlungsbereitschaft. Und das ist der erste Trick, der wunderbar funktioniert. Setz dich in Bewegung, mach musst du es dann nur. Ich wollte mal vom Dreier springen, das war mein großes Ziel. Ich hatte aber große Angst davor, vor dem Dreier zu springen. Was habe ich also gemacht? Ich habe genau das gemacht, was ich dir jetzt auch als zweiten Tipp empfehle, was du beim Ansprechen von Frauen machen solltest. Ich habe einfach Folgendes gemacht. Ich hatte große Angst, vom Dreier zu springen. Also habe ich mir gedacht, gut, springe ich erstmal vom Beckenrand. Vom Beckenrand war kein Problem. Gut, ich springe vom Einer. Vom Einer war kein Problem. Okay, jetzt springe ich mal vom Einer mit dem Kopfsprung. Das war schon eine Herausforderung und ich musste mich überwinden. Habe ich dann aber auch geschafft. Und erst dann bin ich auf den Dreier raufgegangen. Dann bin ich vom Dreier normal gesprungen. Das war in Ordnung. Und dann konnte ich zum Beispiel auch auf den Fünfer gehen und nochmal von dort springen. Was ist also der Tipp? Der Tipp ist, brech die Dinge runter. Beckenrand. Einer, Dreier, Fünfer. Ich fange nicht auf dem Fünfer an. Ich fange nicht auf dem Dreier an, wenn ich da Angst habe. Ich fange unten an. Wenn du merkst, du traust dich nicht, diese Frau anzusprechen, du traust dich nicht, direkt der Frau zu kommunizieren, was du von ihr willst, du traust dich nicht, den Flirt zu machen, dann geh zu dieser Frau hin und frag sie nach dem Weg. Frag sie nach der Uhrzeit. So blöd das auch ist. Und wenn es sein muss, wenn du dann wirklich dich nicht traust, dann beendest du das Gespräch. Genau danach. Frag nach dem Weg. Frag nach der Uhrzeit. Beende das Gespräch. Brech es runter, brech es in kleinere Schritte runter. Du traust dich nicht X, dann mach erstmal Y. Flirten traue ich mich nicht, ist okay. Dann sprich sie erstmal nur an und frag nach dem Weg. Mach erstmal nur ein Kompliment, nächste Stufe. Dann mach ein Flirt raus. Hol nicht die Nummer. Setz dich nicht unter diesen Druck, hol nicht die Nummer. Nur ein kurzer Flirt. Dann holst du die Nummer. Und immer so weiter. Dann fragst du nach dem Instant Date. Im Sofort-Date. In Schritten. Wenn das nicht funktioniert, weiter runter.
Du kannst keine Frau ansprechen und nach dem Weg fragen, frag einen Mann nach dem Weg. Du kannst keine heiße Frau ansprechen, frag eine Oma nach dem Weg. Du musst in Handlung kommen. Das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du Ansprechangst hast, ist nicht zu handeln. Deswegen will ich, dass du läufst. Deswegen will ich, dass du dich in Bewegung setzt. Das ist Handlung. Deswegen will ich, dass du so runterbrichst und irgendwas machst, damit du in Handlung kommst. Weil wenn du in Handlung kommst, dann kommst du auch aufs nächste Level. Brich es runter. Das macht es sehr einfach. Und glaub mir, wenn du einige Frauen, die dir gefallen haben, angesprochen hast und nur ein Kompliment gemacht hast oder nur nach dem Weg gefragt hast und nichts weiter gemacht hast, dann nervt dich das irgendwann so sehr, dass du damit aufhörst und richtige Flirts draus machst, weil du dir denkst, ey, ich will nicht jede Chance hier verballern, nur weil ich nur am Weg frage. Aber breche es runter, wenn es nicht funktioniert. Super einfache Taktik, die uns auch gleich zum dritten Tipp führt, nämlich schau dir das Ganze in der Makroperspektive an. Das heißt, das Ganze ist wie ein Schneeballeffekt. Wenn du den ganzen Tag über dich deinen Ängsten nicht stellst, dich keine Herausforderungen stellst, immer den einfachen Weg wählst, dann wird es umso schwieriger sein, eine Frau anzusprechen. Ist ja ganz klar. Du stehst auf, der Wecker klingelt, oh nee, ich bleibe lieber noch liegen. Der einfache Weg. Zähne putzen, ach nee, kann ich heute Abend machen. Einfacher Weg. Ah, jetzt müsste ich eigentlich noch einen wichtigen Anruf tätigen. Ah, mache ich morgen. Einfacher Weg. Ah, ich müsste mich eigentlich noch bei meinem Kumpel entschuldigen, mit dem hatte ich Streit, mit dem müsste ich mich auseinandersetzen, dass es wieder in Ordnung wird. Ah, mache ich morgen. Einfacher Weg. Ja? Jetzt müsste ich eigentlich noch ins Fitnesscenter gehen. Ach, ich war ja vor ein paar Tagen schon. Mache ich dann aber nächste Woche. Passt schon. Einfacher Weg. Und wenn du dann rausgehst und eine Frau ansprechen willst, dann ist ja klar, dass du schon über den ganzen Tag schon so ein negatives Handlungsmomentum entwickelt hast. Du hast dir selbst schon gezeigt, heute handle ich mit meiner Angst, heute handle ich nicht gegen meinen Widerstand. Und natürlich machst du das dann auch weiter. Natürlich machst du das dann auch, wenn du die Frau ansprechen willst. Aber jetzt stell dir mal vor, du beginnst den Tag, stehst auf, wenn der Wecker klingelt, gehst direkt ins Fitnesscenter, gehst unter die kalte Dusche, oh, unangenehm. Ja, rufst deinen Kumpel an, klärst das mit ihm. Mann, war das ein unangenehmes Gespräch, aber jetzt ist es geklärt. Ja, rufst beim Finanzamt an, weil du da noch was klären musstest. Boah, war das nervig, aber du hast es geklärt. Gehst noch zum Arzt, um da was zu machen, weil du noch dringend hin musst. Es war nervig, du musstest warten, aber du hast es gemacht, du hast es durchgezogen. Und dann gehst du in die Stadt und siehst eine Frau, die dir gefällt. Und wie viel leichter ist es dann wohl, wenn du die dann versuchst anzusprechen. Du bist schon den ganzen Tag in positiver Handlung gewesen. Das macht es umso leichter, die nächste positive Handlung zu machen. Und das ist wirklich so. Das ist ein ganz starker Effekt. Ein bisschen wie der Zinseszinseffekt. Und der ist nicht nur an einem Tag gesehen, der ist über dein ganzes Leben gesehen. Warum glaubst du denn, sind Männer, die in Handlung kommen, immer am meisten erfolgreich in vielen Lebensbereichen? Einfach, weil sie dieses in Handlung kommen, das nehmen sie die ganze Zeit mit. Die hören nie auf damit. Jetzt ist mir meine Kamera ausgefallen, aber da bin ich wieder. Also die Männer hören nie auf damit, sind halt ihr ganzes Leben lang in Handlung. Also immer, oder ich sag mal so, diese Männer gehen halt nicht immer den einfachen Weg, sondern entscheiden sich dafür, auch mal die Belohnung im Jetzt aufzuschieben, um später etwas davon zu haben. Ne? Wenn du jetzt zum Fitnesscenter gehst und musst dich überwinden, dann schiebst du vielleicht eine Belohnung jetzt auf, wo du vielleicht einfach Fernsehen gucken könntest, aber hast dafür später einen gesunden Körper zum Beispiel oder du bist fitter und gesünder. Und wenn du so ein Leben lebst, wenn du regelmäßig diese Entscheidung triffst, dann ist die Ansprechangst kein großer Faktor mehr. Und wenn du all diese Sachen, die ich dir hier mitgegeben habe, zusammennimmst, all diese drei Tipps zusammennimmst und das wirklich lebst, dann sollte es relativ einfach sein, Frauen anzusprechen. Wie gesagt, die Angst wird immer ein bisschen da sein, weil einfach ist eine unbekannte Situation, es wird immer so bleiben. Aber dann wird sie sehr gut überwindbar sein und dann ist es auch kein großes Problem mehr. Wenn du noch Fragen zum Thema Ansprechangst hast oder deine Erfahrungen mit mir teilen möchtest, gerne in die Kommentare. Ansonsten links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen Coachingplatz dieses Jahr bewerben, wenn du deine Vollkommensfrauen dieses Jahr durch die Decke steigen lassen willst. Da unterstütze ich dich gerne, bewirb dich gerne für einen Coachingplatz. Wenn da noch was frei ist und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das du unbedingt schauen solltest, klick einfach mal drauf, schau mal rein. Das Video wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Schön, dass du hier warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.